Hallihallo, liebe Zuschauer, YouTuber und Freunde. Willkommen zurück zu einer neuen Folge StarCraft 2. Und ja, wir sind jetzt das letzte Mal stehen geblieben. Es sind nur ein paar Sekunden vergangen jetzt zwischen den Aufnahmen. Bei der Mission von StarCraft 2, Wrath of the Swarm. Und weiter geht's. Ja, und wir fangen gleich wieder mit dem Ladebildschirm an. Aber schöner Hintergrund. Was diese Zahlen auch immer bedeuten mag. Lüge. Jim, bist du auf dieser Frequenz? Jim, bist du da draußen? Ich bin am Treffpunkt, die Luft ist rein. Ich habe drüber nachgedacht, was du gesagt hast. Ich spüre Dunkelheit in mir, Jim. Ich brauche dich. Du musst mich einfach hören. Einsatzes verhaftet. Er wurde verhört und kurz darauf hingerichtet. Der Imperator sagte Folgendes: Bürger der Liga, endlich findet unser Albtraum ein Ende. Der ruchlose Terrorist James Rayner ist tot. Mit seinem Tod beginnt eine neue Ära des Friedens. Die Protoss haben sich zurückgezogen und die Zerg-Bedrohung wurde ausgeschaltet. Der Schwarm ist zerschlagen und führerlos. Bald werden wir jeden einzelnen Zerg auf Char auslöschen. Kurzum, wir haben gewonnen. Frieden und Sicherheit sind gewährleistet. Gute Nacht, meine treuen Untertanen. Mengsk. Navigation online. Ziel liegt im Zerg-Gebiet. Bestätigen? Bestätigt. Ja, Jim Raynor soll tot sein. Oh, jetzt kann ich eigentlich mal auswählen zwischen Kaldir. Abgefangene Übertragungen der Liga deuten darauf hin, dass der Zergschwarm in mehrere Fraktionen aufgeteilt wurde. Eine Brutmutter namens Nafash hat ihre Brut auf den gefrorenen Mond Kaldir geführt. Jüngste Berichte deuten darauf hin, dass dort Protoss vor Ort sind. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass Nafash gegen die Protoss um die Kontrolle Kaldirs kämpft. Man glaubt, dass ihre Brut weit entwickelte und gefährliche Zerg-Organismen enthält. Ein Teil des Schwarms befindet sich auf Char und steht unter dem Befehl einer Brutmutter namens Zagara. Sie befindet sich im Kampf gegen die Liga-Streitkräfte von General Warfield. Nee, wir gehen erstmal nach Kaldir und danach zu Char. Dafür wird General Warfield auch was entgegenbringen können. An Armin. Wieder ein schöner Hintergrund. Ich mag sowas. Oha, wie sieht denn das Ding aus? Weltraumzerg. Oh! Deshalb bin ich hier. Sie werden mich als Ihre Königin akzeptieren.
Sonst vernichte ich jeden einzelnen von ihnen, bis sie es tun. Was bist du? Ich bin Isha. Du bewahrtest all deine Ideen, Gedanken und Pläne in mir auf, meine Königin. Erinnerst du dich nicht? Ja, ich erinnere mich an dich. Und was noch wichtiger ist, du erinnerst dich an mich. Du bist die Königin der Klinge. Ich gehorche dir. Perfekt. Bereite den Schwarm für einen Angriff auf Korhal vor. Der Schwarm ist verstreut und wird dir nicht gehorchen. Die meisten Zerg auf Kaldir werden von Brutmutter Nafash befehligt. Sie will ihren eigenen Schwarm erschaffen. Solange sie lebt, wird der Schwarm geteilt sein. Also nicht mehr lange. Bring uns zur Oberfläche. Ein Weltraum-Zerg. Irgendwie schon eklig hier, oder? Aber wir haben ja was Neues bekommen. Die Evolutionsgrube. Da schaue ich doch gleich mal rein. Was bist du? Abadur. Entwickle Schwarm. Lebe Stränge und Sequenzen. Diente Overheit. Dann Königin der Klingen. Diene nun dir. Ich bin die Königin der Klingen. Anders. Untersuche genetische Stränge. Königin der Klingen war effizient. Uralte Zerg-Eigenschaften. Geringer terranischer Einfluss. Du mit mehr terranischem Material verseucht. Greifextremität schlecht entworfen. Kann korrigieren. Werde austauschen. Mache besser. Fass mich nicht an. Ein Ziel, Schwarm verbessern. Erstrebe Perfektion in allen Dingen. Tätig in Evolutionsgrube. Arbeit hier einsehbar. Das Ding sieht ekelhaft aus. Weiterentwickeln. Mit Zergling anfangen. Ja, dann gucken wir mal. Sequenzen von Organismus können verändert werden. 3 ausgeprägte Mutationen. Sobald ausgewählt, werde Sequenzen verweben. Ja, den kennt man ja, den Metabolismus-Schub. Kann verändern. Jeder Speed. Warte mal, was haben wir denn hier? Bewegungsgeschwindigkeit um 60% erhöht, ist eigentlich nicht übel. Hier haben wir Angriffsgeschwindigkeit um 50% erhöht. Naja, gut, aber... Was haben wir hier? Erhöht... Plus 10 maximale Treffpunkte, ein Anstieg von 30%. Okay. Nee, nicht wirklich. Ich bleib da. Zurück. Habe ich den jetzt ausgewählt? Erzähl mir mehr über diesen Leviathan. Er ist der Organismus, von dem aus du den Schwarm befehligst. Und dies hier ist sein Nervenzentrum. Und der Leviathan bringt mich zu jeder Welt, die mir beliebt? Selbstverständlich, meine Königin. Aber wir sind nur noch wenige. Bevor du aufbrichst, um andere Welten zu erobern, solltest du zuerst deine Streitkräfte hier auf Kaldir um dich sammeln. Überlass Strategien mir. Also, was kann ich auf diesem Leviathan sonst noch machen? Du kannst den Schwarm in der Evolutionsgrube weiterentwickeln und verbessern. Die Kreatur Abadur kann dir dabei helfen. Ja gut, das hat man jetzt schon. Da. Die Späher berichten von einem Schwarmstock, den Nafash hier errichtet, aber kurz danach verlassen hat. Sie ist in diese Eistäler gegangen. Dort müssen die Protoss sein. Habe ich das jetzt eigentlich ausgewählt, mein Zergling? Ja. Achso, das kann ich wechseln. Oh, krass, geil. Das heißt, ich kann je nach Situation anpassen. Gut, das hört sich schön an. Das konnte man früher nicht. Also im Wings of Liberty war es halt so, dass es halt fest war. Schwarm leidet auf diesem Mond.
Ich dachte, du hättest meine Zerg stärker gemacht. Kaldir, eisig wie Weltraum. Ist auf Leviathan Anpassung von Schwarm an derartige Kälte unnötig? Soll das eine Entschuldigung sein? Unnötige Anpassungen leben, Verschwendung, Komplexität vermeiden. Zuvor nicht notwendig, jetzt erforderlich. Werde örtliche Fauna suchen. Essenz nützlich für Schwarmanpassung. Tu es einfach. Gut. Also, wir müssen Essenzen sammeln, dafür wir unsere Zergs besser ausrüsten. Hat ihre Brut in diese eisigen Täler geführt, um die Protoss zu bekämpfen. Wir wissen nicht, ob sie sich dir freiwillig anschließt. Ja, höchstwahrscheinlich nicht. Oder mindestens glaube ich nicht dran. Ah, ganz ehrlich, Blizzard hat schon echt gute Grafiker. Also, sieht echt gut aus. Schön mit einem Sonnenstrahl dadurch. Auch die Zwischensequenzen sind echt gut gemacht. Beim Gameplay müssen sie noch ein bisschen nachhaken jetzt momentan. Dieser Mond wird immer wieder von extremer Kälte in Form von Kryostürmen heimgesucht. Ein solcher Sturm nähert sich gerade. Er wird die Temperaturen so schnell sinken lassen, dass fast alle Wärmeenergie verloren geht. Der Sturm wird schnell vorüberziehen. Doch solange er hier wütet, frieren unsere Truppen an Ort und Stelle fest. Okay. Ich spüre einheimische Kreaturen in der Nähe. Ihre Matriarchinnen verfügen über mächtige Essenzen. Mächtig genug, um uns dabei zu helfen, uns an diese Kälte anzupassen. Da haben wir doch mal was. Aber ich hab nur... Oh Gott. Ich hab nur Kerrigan und 4 Zerglinge. Das ist nicht so viel. Ich muss eine Ursadon-Matriarchin finden und ihre Essenz besorgen. Weiter vorrücken. Der Schwarm schläft nie. Diese Welt gehört mir. Oh. Nichts okay. Stellt sich mir in den Weg. Wir haben nicht viel Zeit. Ja komm, Alter, lauf mal schneller. Dieser Zerg ist verwildert. Er wird von keinem höheren Wesen kontrolliert. Ah, ich hab eine Schabe. Lasst uns das hinter uns bringen. So, ich möchte nicht so viele Linge verlieren. Da ist noch eine Schabe. Noch eine verwilderte Schabe. Irgendetwas stimmt hier nicht. Los jetzt. Diese Welt gehört mir. Weiter vorrücken. Ah, noch sieht alles gut aus. Aber ich werde gleich... Na, ich habe schon einen Link verloren. Ich muss nur eine Ursadon-Matriarchin finden. Was war das? Nichts stellt sich mir in den Weg. Ah! Da war ich festgefroren. Der Sturm ist eingetroffen. Deine Truppen sind eingefroren. Geführt von Matriarchin. Starke Essenz. Wenn Essenz assimiliert, schwarmresistenter gegen Kryostürme. Ja toll, ich kann mich nicht wehren. Der Kryosturm zieht vorüber. Ja. Was jetzt? Lasst uns das hinter uns bringen. Weiter vorrücken. Stirb! Oh, meine ganzen Dinge hat's gekostet. Assimiliert. Schwarm widerstandsfähiger gegen Kryosturm. Jetzt habe ich nur noch 3 Schrauben. Und jetzt spüre ich auch den Schwarmcluster von Nafash in der Nähe. Verletzte Schaben können sich eingraben, Wunden heilen. Ja. Oh, cool! Du hast meine Aufmerksamkeit. Los jetzt! Diese Welt gehört mir. Da ist noch der eine Schabe. Schläft nie. Unten. Lasst uns das hinter ein kompletter Bau. Nafashs Boot. Die Protoss müssen sie ausgelöscht haben. Ich werde diesen Schwarmcluster wiedererwecken. Die Protoss haben die Erweckung gespürt. Sie wissen, dass wir hier sind. Königin der Klingen. Aber was ist mit euch passiert? Schwach und menschlich? Menschlich heißt nicht gleich schwach. Protoss. Ich hatte mich
Oh Gott, Archons. Wir müssen Shakuras benachrichtigen. Sie werden die goldene Armada aussenden. Sie werden euch vernichten. Isha, sag mir, dass sich die Protoss außer Reichweite von Shakuras befinden. Das tun sie, meine Königin. Die Protoss haben allerdings Psi-Relais, die ihre Psi-Kommunikation verstehen. Oh Gott, Kolossi. Dann zerstören wir diese Relais, bevor die Protoss sie aktivieren können. Ei, ei, ei. Okay, als erstes sofort erstmal hier rein. Zusätzliche Materialien in Essenz nahe. Wenn eingesammelt, Schwarm effizienter in Priosturm. Mir gefällt ein effizienter Schwarm. Wenn sich mir die Gelegenheit bietet, jage ich einige Matriarchinnen. Gib mir erstmal eine Mutti. Wenn du diese Ziele erreichst, wirst du noch mächtiger werden. Okay. Dein Schaden, deine Energie und deine Ausdauer werden sich sofort verbessern, wenn deine Macht steigt. Die gehen mal dorthin. Eine Evo-Kammer haben wir noch nicht. Ich brauche erstmal Drohnen. Na, du fliegst auch mal darüber. Was jetzt? So, bis genau hier. Los, Heimer. Tapfere Protoss, haltet sie auf. Tragt ihr den Kampf entgegen. Warum? Ich hab euch doch noch gar nicht getan. Gib mir noch eine Mutti. Dazu noch ein paar Larven. Die Protoss nähern sich dem Schwarmcluster. Es gibt aber nur eine Richtung, woher sie kommen können. Oder unten, naja, gut, von unten. Ein Kryosturm nähert sich. Die Protoss werden verwundbar sein, bis er vorübergeht. Die Protoss sind wehrlos. Greift an! Warum greift die Schabe nicht an? So, boom. Was jetzt? Gut, ich brauche noch ein paar Ladronen. Ich brauche einfach mehr Mineralien. Ach, shit, ich hab's gesehen. Ich brauche, hätte einen Overlord gebraucht. Abbrechen würde ich aber nicht. Das reicht noch. So, dann tue ich gleich mal einen Creep vortreiben. So. Noch mehr hier rein. Ja, ist das schon passiert, Süßer. Habe ich jetzt einen Overlord gebaut? Ja, scheinbar. Ja, ich habe einen Overlord gebaut. Naja, gut, wollte ich zwar nicht, aber naja, gut. So. Der Kryosturm endet. Sie sind schon lange down. So, komm her, Süßer. Aus dir machen wir mal das. Und aus dir machen wir mal eine Evo-Chamber. So, und ich brauche eine... Naja, ich kann es mir nicht leisten. Eine neue Mutti! So. Creep verteilen. So. Noch drei gehen gleich ins Gas und noch zwei und da ist die nächste Mutti. So, Evo Chamber hier. Ich brauche das erstmal genau Upgrade für die Schaben und für die Muttis, weil dann machen sie mehr Damage gegen die Fritösen, naja, wie man sie nimmt.
So, nochmal zwei Shabbies. Du kannst mehr Overlords erschaffen, um deine Versorgung zu erhöhen. Ja. Ein Kryosturm trifft bald ein. Ja, ich weiß. Ach ja, stimmt, ich habe ja gar nicht die auf der 1. Ja. Gib mir 3 Overlords. Das ist doch easy peasy hier. Genau, noch ein paar Shabbies. Warte mal, die sind ja gerade sind ja nicht gefroren. Ein Kryosturm ist eingetroffen. Rückt weiter vor. Vernichtet die Protoss. So. Gucken wir mal. Da ist ein Protoss. Da sind mehrere Protoss. Och, eine Minute 14. Bei 10 Sekunden werde ich mich zurückziehen. So, ich ziehe mich jetzt zurück. Du hast meine genug Schaden gemacht. Der Kryosturm zieht vorüber. So. Und gib mir nochmal 2 Muttis. Damage Upgrade ist gleich durch. Dann noch zu noch ein paar Linge als Mitschild. Ah, hat auch ganz gut geklappt hier. Ein bisschen Ressen. So, hier wieder kommt man hier rüber mit. So. Vor die Shabbies. Falls ich wieder angeschissen komme. So. Was kann man eigentlich noch alles machen? Auch, ich könnte eine neue Hedge bauen. Aber das Geld spare ich mir, ganz ehrlich. Oder macht man ich habe hier keinen Platz eigentlich. Wenn dann hier drüben. Müsste ich den Creep hier abreißen. Könnte eh nicht dazwischen passen. So. Gib mir mal eine Drone. Komm her. Ja, passt. Die Zeit wird knapp, Kerrigan. Die Goldene Armada wird euch holen. Wird mich nicht holen. Das Einzige, was mich holt, ist eine Erkältung. So, dazu noch ein paar Linge. Ja, ich habe schon wieder mal keine Overlords mehr. Sturm wird bald hier sein. Ja, schön. Gib mir Linge. Ach, ich habe keine Linge. Ich brauche mehr Overlords. Ja. Ein Kryosturm hat begonnen. Die Protoss sind wehrlos. Greift an! So. Ich nehme jetzt meine Armee mit und gehe mal nach hier hinten. Wir haben nicht viel Zeit. Lasst uns das hinter uns bringen. Ich will die Essenzen haben. Los jetzt. Ach, da sind auch Protoss. Damit. Die
Diese Welt gehört mir. Lasst uns das hinter uns bringen. Mutation abgeschlossen. Ja. Weiter vorrücken. So, da drüben ist noch, die mache ich jetzt noch platt hier. Früher Sturm endet. Wir sollten uns bis zum nächsten Sturm zurückziehen. Ja. Hinter uns bringen. Nichts stellt sich mir in den Weg. Weiter. Meine Königin, das Abschließen von Bonuszielen erhöht deine Macht. Der Schwarm schläft nie. Unsere Streitkräfte. So, ich tue sicherheitshalber mal ein paar Roaches hier lassen, also ein paar Schaben. Na, ja, ich hab's gewusst, scheiße. Und ich hab nur meinen Spinecrawler. Den werde ich jetzt nicht verlieren, verdammt. Die warpen noch Einheiten rein, die Schweinebacken. So, meine Schaben sind fertig. Aber wie komme ich an die Essenz ran? Kryosturm wird bald hier sein. Ah, da lang geht's. Die Kryostürme werden kürzer. Es wird schwieriger, sie auszunutzen. Viel Zeit. Weiter vorrücken. Nichts stellt sich. Wir brauchen mehr Overlord. Los. Materialien in Essenz nützlich. Sichtweite während Kryosturm erhöht. Ein Kryosturm ist hier. Mutation abgeschlossen. Was jetzt? Ach ja, ich brauchte ja Overlords. Mach mal gleich meine ganze Stange hier, Ruhe ist. Ach, warum hat er Stopp? Ah, Ami. Ja. Angriff. Los jetzt. So. Kryosturm endet. Die hier werden weggesnackt. Selbst wenn ihr unsere Relais zerstört, werden wir Shakuras benachrichtigen. Los jetzt. So, Army, auf dem Weg nach Hause. Ah, die neuen Fleischpreschen haben sich doch gelohnt. Aber ich sollte mal Muttis bauen. Wir brauchen mehr Mineralien. Muttis ist Imbor.
Der Schwarm schläft nie. Ah, ich hab's doch gewusst, hier hinten geht's weiter. Ein Kryosturm trifft bald ein. Diese Welt gehört mir. Lasst uns das hinter uns bringen. Weiter vorrücken. Diese Welt gehört mir. Attacke! Nichts stellt sich mit. Essenz assimiliert. Schwarm perfekt an Kampf in Kryosturm angepasst. Ich fühle mich stärker. Ein Kryosturm ist hier. Ja. So, dann haben wir noch mal ein paar Dutzend Roaches hier mit. Nimm alles mit, was es geht. Na, ich brauche schon wieder mehr Overlords. Ey. Ist das schlimm, das mal... Ja gut, und jetzt bin ich pleite. Ja, mehr Overlords. So, hier die ganze Mutti-Armee. Angriff. Machen wir's zu Ende hier. Die Armee ist groß genug. Der Schwarm! Ja, ist egal, das hat sich. GG! Ach, da unten ist ja noch was! Üff. Nur noch eins ist übrig. Alarm, zurück! Es ist zwecklos, Kerrigan. Shakugash wird euch vernichten. Der Einzige, der uns vernichtet, ist... Eine Brutstätte an diesem Ort. Ich brauche den Schwarm. Ja. Ich hole ja den Schwarm. Ah, lol. Passt ja, easy peasy. Easy peasy. Na gut, den lassen wir mal hier vorne. Gut, dann tun wir mal 3. Dann können wir das Ding gleich saturieren hier. Geil. So, die Armee ist eigentlich groß genug. Sobald der nächste Kryosturm da ist. Stimmt, das wollte ich eigentlich auch mal umschalten, dass man so hin und her switchen kann. Oh, ich bin fast Maximum Warp. Ja gut, ich habe schon einen Arsch voll Linge und einen Arsch voll Roaches. Damit. Ja. Ein Kryosturm wird bald hier sein. So, dann mache ich mich mal auf den Weg. Was jetzt? Diese Welt gehört mir. Weiß Mischi sind die Linge ganz gut. Weiter vorrücken. Wo geht's denn hier lang? Nee, ich habe eigentlich alle. Ein Kryosturm ist eingetroffen. So, dann machen wir jetzt A-Klick. A-Move. Einfach reinlaufen lassen. Boah, der Kolossi wäre schon böse geworden. Ah, die blockieren sich halt gegenseitig. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Ah, jetzt haben sie die Usedon angegriffen. Naja. Dummen Viecher. So. Der Kryosturm zieht vorüber. Ist egal. Das ist zu viel des Guten, das schaffen die nie. Zwerg OP. Eisbrecher. Yay! Yeah. Ich hab wieder Wasser gefunden, ey. Ich hab die Kampagne schon mal durchgespielt. Ist aber schon ewig her.
Ah, schaffen sie nicht mehr. Ja, gut, ich habe mir wieder, wie gesagt, wieder mal Zeit gelassen. So wie es halt mag. Ja, und damit bedanke ich mich fürs Zuschauen, liebe Freunde, YouTuber und sonst wer. Einschaltquoten oder. Ach, keine Ahnung. Bots, fragt mich nicht. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen und schaltet wieder ein. Bei der nächsten Folge von StarCraft 2 Wrath of the Swarm. Bye, bye.